Das ist der Kölner Dom hier. Ja, der Kölner Dom, der bekannt ist für die Skater, die hier waren. 2011 wurde der gesamte Platz unskatebar gemacht. Das heißt, hier wurden Einkerbungen, die man aber auch Grindstopper nennt, gemacht, sodass dieser Spot für uns nicht mehr befahrbar war. Seit diese kleinen Einkerbungen hier sind, stürzt man halt, sobald man hier einen Grind machen möchte, weil man hier stecken bleibt oder man fliegt ins Wasser. Inlineskaten ist das, womit ich aufgewachsen bin. Also ich skate schon seit 7 Jahren, seit ich 13 bin. Es ist eine Sache, die konstant in meinem Leben da ist, die macht mir Spaß, ich skate gerne. Viele meiner Freunde habe ich durchs Inlineskaten gewonnen. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Sport. In Köln kann man eigentlich mega gut skaten, außer was die Streetspots angeht, da haben wir leider ein bisschen zu wenig. Zum Beispiel war die Domplatte ein Spot, wo mega viele Curbs vorhanden waren. Also konnte man sich so als Streetskater, also als jemand, der gerne in der urbanen Umgebung skatet, sich weiterentwickeln. Was Parks angeht, hat Köln auf jeden Fall richtig gut aufgerüstet. Also die Stadt hat sich auf jeden Fall bemüht, gute Alternativen zu schaffen. Und zwar haben wir mega viele Skateparks bekommen, hier zum Beispiel die Zoobrücke. Wir haben auf jeden Fall was zu skaten. Die Skateboarder und die Inline-Skater fahren halt gerne dieselben Spots. Ja, wir waren schon immer zwei Seiten, die immer da waren, immer nebeneinander gefahren sind. Wir alle mögen Rails, wir alle mögen Curbs, wir alle mögen es, Rampen zu fahren. Somit ist das eigentlich echt schade, dass die Domplatte nicht mehr da ist. Klar, kann man auch in Skateparks, aber das ist ein komplett anderes Gefühl. Aber sie ist weg, wir müssen uns jetzt damit arrangieren.